Großes Lob an euch. Ich hatte mehrmalig heute Gänsehaut. Das ist nicht normal, wenn man gerade aus Bietigheim kommt. Deswegen wirklich Chapeau, was ihr abgeliefert habt. Und das hat uns auch auf jeden Fall gepusht heute. Ich denke, man hat heute gesehen, wie viel Potenzial in der Mannschaft herrscht. 36 Tore gegen Minden. Ich glaube, das machen nicht viele Mannschaften hier in der Liga. Dass wir noch, Potenzial haben in der Abwehr, das haben wir gesehen. Allerdings, dafür sind wir jetzt auch erst am ersten Spieltag und wäre ja fast schon schlimm, wenn wir jetzt schon von einem perfekten Spiel reden würden. Aber da haben wir auf jeden Fall für die Saison Potenzial und ich denke, das war jetzt ein guter Start und gibt Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Du hast eigentlich schon alles analysiert, ich kann gar keine Frage mehr stellen. Nein, doch. Domenico, Vorbereitungszeit, ne, war mit Sicherheit eine harte Zeit. Freut ihr euch, dass es jetzt endlich zu Ende ist? Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder Handballer liebt es, in dieser Liga zu spielen. Und wenn es dann auch mal richtig losgeht, in den großen Hallen wieder zu spielen, mit der Stimmung vor allen Dingen, dann natürlich umso mehr. Die Vorbereitung gehört natürlich dazu, aber wir sind, denke ich, gut durchgekommen und deswegen waren heute auch alle fit, bis auf Alfred, und wir freuen uns jetzt natürlich, dass es richtig losgeht. Ja, ich hoffe, von den Zuschauern ist heute keiner weggeflossen, aber du hast es im Grunde genommen schon zweimal angesprochen. Die Stimmung war heute wirklich bei 3.416 Zuschauern, die hier waren, ne, wieder genial. Ist das was anderes als in Bietigheim? Ja, Bietigheim ist ja nicht ganz so groß und wir haben ja wir hatten in Bietigheim noch andere Sportarten mit dem Eishockey und Basketball. Und wir haben ja in einer Eishockey-Arena gespielt und da waren oft noch die Scheiben dran und da ist die Stimmung erst gar nicht so richtig aufs Spielfeld gekommen. Aber das, was mich heute hier erwartet hat, ich habe schon viel von der Mannschaft gehört, aber dass es dann so gut wird, hatte ich nicht gedacht. Deswegen nochmal Chapeau, Dankeschön und ich freue mich aufs nächste Heimspiel. Ja, definitiv verdient der Applaus. Ich denke mal, Eis von unten hätten wir heute auch gebraucht bei der Wärme. Nächstes Spiel jetzt in Göppingen. Was erwartet euch? Ja, ich glaube, ein Gegner, der mit Top-Leuten besetzt ist, das wird wieder eine sehr schwere Aufgabe, weil Göppingen zu Hause ist eigentlich immer eine Macht. Aber wer heute unsere Angriffsleistung gesehen hat, bin ich mir sicher, dass wir dort auch bestehen können. Und wenn wir dort alles reinschmeißen, dann können wir dort auf jeden Fall auch gewinnen. Und für mich natürlich nochmal was Besonderes in Göppingen zu spielen, weil meine Freundin wohnt dort unten, weil sie spielt in Metzing. Deswegen freue ich mich natürlich, sie auch mal wieder zu sehen nach einem Monat. Und deswegen, da bin ich besonders motiviert. Ja, super. Vielen Dank von dir. Zu den Fans. Habt ihr eine Frage an Domenico? Wer hat eine Frage? Hat jemand eine Frage? Nee, hat er noch nie gemacht. Macht er heute mal. Hast du eine Frage? Ich? Ja. Oh, was hast du alles schon von Hannover gesehen? Gute Frage. Was hast du von Hannover gesehen? Sehr gute Frage, weil als mein Transfer öffentlich wurde, da haben viele gesagt, boah, was will ich denn in Hannover? Messestadt, graue Stadt. Aber man muss wirklich sagen, ich glaube, Hannover ist eine Stadt, die in Deutschland unterschätzt wird. Sie ist sehr, sehr schön, sehr grün vor allen Dingen. Das hatte ich nicht gedacht. Ich komme ja ursprünglich aus Freiburg, deswegen fühle ich mich hier eigentlich schon fast heimisch, vor allen Dingen mit dem Marschsee. Und es gibt hier ja so viele Kleinigkeiten, die kann ich jetzt gar nicht aufzählen, wo wirklich so schön sind, angefangen vom Zoo, von der Innenstadt bis hin zu den Seen, Ricklinger Seen, bis hin zu den Herrenhäuser Gärten. Ich habe leider noch nicht alles gesehen, aber ich freue mich auf jeden Fall, in den nächsten Monaten noch mehr von Hannover zu sehen. Zumindest ein wenig kennt er sich schon aus, aber da ist noch eine Frage. Bietigheim ist ja nicht abgestiegen. Wieso bist du nach Hannover gegangen? Also wir sind leider mit Bietigheim abgestiegen. Trotzdem, als Aufsteiger ist es immer schwierig, in der Liga zu bleiben. Und ich hatte hier ja letztes Jahr ein sehr besonderes Spiel in der TUI Arena. Entschuldigung, dass ich es anspreche, aber wir haben damals in der letzten Sekunde gewonnen und ich bin einfach froh, hier zu sein, weil ich hier noch ganz andere Mannschaftskollegen habe. Wer hätte mal gedacht, dass ich mit einem Fabian Böhm, Timo Kastening oder auch mit Morten Olsen einen Weltmeister im Team hatte. Und das merkt man sowohl im Training,
als auch neben des Feldes. Das sind richtige Typen und auf denen freue ich mich halt einfach, mit denen die nächsten zwei Saisons hier zu gestalten. Ja, euch nochmal herzlichen Dank. Die Fans waren heute wirklich gigantisch. Vielen Dank und dir natürlich auch, Domenico, auf das nächste Heimspiel. Okay.